Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory im sagenhaften Update 3.5. 3.6? 3. 3 mit irgendeiner Zahl dahinter auf jeden Fall. Ist jetzt im Staple drin. Ich bin noch im Experimental. Staple und Experimental sind aktuell auf demselben Stand. Also, wenn ihr eure Spielstände entsprechend hin und her switchen wollt, ist jetzt der Moment gekommen, es zu tun. Jetzt, in diesem Moment, solltet ihr es tun. Wenn ihr diese Gelegenheit verpasst, erfahrungsgemäß kann das langfristig dann immer mal so zu kleineren Problemchen führen mit Spielständen, die dann nicht mehr ganz so gut funktionieren. Deswegen ist es empfehlenswert, seinen Spielstand einfach mal in der Staple zu laden, aus dem Experimental dort zu speichern im Staple und dann vielleicht auch einen extra Namen anzulegen und so. Ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Genau, wir haben beim letzten Mal damit begonnen und das würde ich gerne weiter durchziehen jetzt an der Stelle. Den Jump-Pad-Aufzug zu bauen. Ich habe mir jetzt zwischendrin offscreen noch mal ein bisschen Material nachgelegt. Und wir sehen das jetzt hier. Es funktioniert relativ gut. Und das Geilste hier an dieser Mechanik ist, es ruckelt nicht mehr, wenn man sich hier hochschießt. Es läuft sogar FPS-technisch wahnsinnig flüssig, muss ich jetzt an der Stelle mal festhalten. Wenn ihr nicht gesehen habt, wie wir diese Konstruktion hier... gebaut haben... Dann schaut euch auf jeden Fall rechts oben in der Ecke die komplette Playlist an. Und wenn ihr das feiert, was wir hier so machen, dann könnt ihr auch gerne, ihr ahnt es schon, einen Daumen nach oben da lassen. Denn das zeigt mir, dass ihr das feiert. Und das zeigt mir, dass ich das hier weitermachen kann. Genau. So. Jetzt bauen wir hier noch Jump Pads an die Wand. Und ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich geil, dass man diese Jump Pads jetzt an die Wand setzen kann. Das ist eine ziemlich praktische... neue Funktionen, die wir da jetzt am Start haben. Und ich hoffe, wie gesagt, es wird noch weitere solcher Verbesserungen geben. Das Geile ist ja auch, die alten Jump Pads, die seht ihr da noch direkt links daneben. Das heißt, wir haben links daneben direkt eine Gegenüberstellung zu dem, wie es früher gewesen ist. Das ist auch sehr lustig. Und wir müssen gar nicht mehr so viel schaffen. Guck mal, wir müssen nur noch so ein bisschen nach oben. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die Fläche richtig hindrehe. Ich versuche mal wieder den Winkel ein bisschen steiler zu machen, damit wir vielleicht ein paar weniger Jump-Pads brauchen. Ich habe jetzt genug Material. Ja, für 30 Jump-Pads müsste ich eigentlich genug Material haben jetzt. Ich glaube, das sollte locker ausreichend sein. Sollten wir locker hinkommen, dass wir da bis nach oben jumpen können. Und ja, ich bin auch gespannt, wenn ihr eine coole Konstruktion mit Jump Pads gebaut habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mal mitteilen, wie ihr die so benutzt, ob ihr sie überhaupt benutzt. Vielleicht benutzt ihr sie ja auch gar nicht, vielleicht sagt ihr euch, ja, Jump Pads sind doof, ich benutze lieber Leitern. Ich habe nämlich gehört, man kann jetzt auch Leitern bauen, also es gibt so Gerüchte, die das besagen, dass das geht. Ich weiß nicht genau, das muss man mal überprüfen, die muss man mal so ein bisschen so eine Überprüfung muss man da mal machen. Ob Leitern gehen oder nicht. Und ob Leitern sinnvoll sind oder nicht. Das ist ja die andere Frage. Kann man das so? Warte mal. Das ist ein bisschen hoch, glaube ich. Gib mir mal nochmal ein Jump-Pad. Ich muss aber ein bisschen gucken, dass das nicht zu hoch ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube doch lieber ein bisschen tiefer. Aber ich finde das auch wirklich gut, dass man jetzt die Flugbahn auch als Vorschau sieht. Also das muss man wirklich sagen, das ist eine sehr gute Innovation. Stellt euch vor, man würde das nicht sehen. Das wäre schon irgendwie ein bisschen doof. Weil dann wüsste man ja gar nicht, wo man hinfliegt und wo man das nächste Jump-Pad bauen muss, ne? Und es scheint doch relativ präzise zu sein, diese Vorschau. Scheint ganz gut zu klappen. Ja, Alter, da, guckt euch das mal an, ey, das sieht auch abgefahren aus. Ich habe tatsächlich die Abstände und die Winkel nicht exakt bei jedem Jump-Pad gleich. Also bei manchen gibt es so ein bisschen, da ist so ein bisschen abweichend vom vorhergehenden. Aber da man ja relativ fein den Winkel einstellen kann, ja, man kann das recht fein justieren, ist das, glaube ich, mal nicht so schlimm, wenn das mal an einer Stelle ein bisschen abweicht. Wichtig ist, dass der Gesamtkurs stimmt. Am Ende. Es kommt auf das Gesamtbild an. Und nicht auf das einzelne Glied. Das einzelne Glied darf auch mal ein bisschen kürzer sein. Das Ergebnis muss stimmen.
Weil viele Glieder ineinander greifen am Ende des Tages. Wenn viele Glieder an einem Strang ziehen, dann gleicht sich das wieder aus. So, ich höre jetzt mal lieber auf mit Glieder. haben wir hier viele Mitglieder eigentlich? Das ist so die große Frage. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Ist das okay, wenn man das jetzt so macht? Warte mal, ich mach's mal über einen Ticken tiefer. Das Glied machen wir ein bisschen tiefer, damit wir nicht da oben dran stoßen, wenn wir da... Hier, guck mal, das ist geil. Jetzt können wir hier nämlich den letzten hinsetzen. Und dann lande ich da sogar direkt... Guckt euch das an. Guckt das euch doch an. Wenn ich doch sage, dass ihr euch das angucken sollt. Dann klatsche ich nämlich da gegen die Wand, streife da ab, dann kann ich da direkt durch die Tür gehen. So, jetzt müssen wir nur noch... den Los Stromos hier installieren. Hier ist der letzte. Mal jetzt erstmal Leitungen. Ich mache erstmal die Gesamtleitung und dann mache ich die abzweigenden. Das ist auch sehr geil, dass das jetzt alles so funktioniert hier mit den Stromleitungen. Das ist schon ein bisschen geil. Was? Warte mal. So. 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 Nice. So, und hier müssen wir das auch machen. Warte, ich gehe mal ein bisschen tiefer hier. Da ist die Leitung. Also ich glaube, ganz ehrlich, früher, wenn ich so eine Wandleitung so verlege wie jetzt, hätte das viel länger gedauert. Da wäre das viel frickeliger gewesen. Warum lasse ich mich eigentlich nicht hochschießen? Ich kann mich doch bis zum inaktiven Dingens hochdengeln lassen. Okay, hier ist der inaktive. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und dann dengeln wir das wieder hoch. Der Dengelmann, der Dengelmann. Der dengelt, was er kann. Ja, weiter, weiter, weiter. Ja, so. Wie ordentlich das jetzt aussieht. Im Vergleich zu früher. Früher wäre das ein richtiger Akt gewesen. Früher hätte man erstmal die ganzen blöden... Hier, früher. Ich habe ja früher direkt daneben hier. Früher lief das so, man musste diese Plattformen natürlich haben. Und dann musste man die Masten ja auch irgendwie auf einer Plattform nach oben ziehen. Das war ja hier auch noch vor den Wandanschlüssen, ja. Also die Wandanschlüsse kamen ja dann auch nochmal später. Und jetzt haben wir halt die dynamischen Wandanschlüsse, die sich dynamisch platzieren lassen. Früher war das alles anders, ja. Da war das alles nicht so einfach. So, den Rest mal jetzt von hier. Früher musste man die Strommasten komplett nach oben durchziehen. Heute kann einem das alles egal sein. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, wenn ihr jetzt zum ersten Mal Satis spielt. Ey, ihr ganzen verwöhnten Leute da mit euren Wandanschlüssen und dynamischen Stromleitungen und dynamischen platzierbaren Jumppads hier. Früher, ja, da hatten wir nichts. Da musste man zusehen, wie wir das machen. Deswegen, mein Spielstand wird immer mehr zum Museum. Scheiße. Mein Spielstand wird hier immer mehr zu einem Museum eigentlich. Hier, warte mal, hier müssen wir wohl doch ein kleines bisschen was ändern, glaube ich. Hier müssen wir mal ein bisschen was... Ich habe aber schon eine Idee, ich weiß, wie ich das ändere. Warte. Ist die jetzt... Ja, 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 so. Nee, so nicht. Falsch. So. Order. Ja. Und das müssen wir auch wegmachen. Ich darf da nicht hängen bleiben, das geht nicht. Das müssen wir verhindern. Und dann einfach, warte, das dahin machen. Ja, 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 ich glaube, so müsste es gehen. Ich muss natürlich mal nach unten. Unten fehlt jetzt natürlich noch die Götterspeise, wo man sich reinfallen lassen kann. Muss man jetzt halt aufpassen, dass man mit dem Jump Jetpack, dass man damit dann bremst. So, wir machen jetzt nochmal den A-B-Vergleich, ja. Den A-B-Vergleich, der sieht so aus. Hier. Das ist die neue Variante. Neues. Kann mal jemand die Zeit stoppen, wie lange ich brauche, um hier hochzudengeln? Ich meine aber, es ist schneller als die andere Seite. Weil die Jump-Pads, glaube ich, auch so schneller sind jetzt. Sehr nice. Ich
Kann ja mal nach unten gucken dabei. Das sieht auch lustig aus. Man sieht die... Man sieht den Dampf besser. Yes! Es funktioniert, ich bin oben. Ich glaube, es dauert doch eine Idee länger als die andere Variante. Aber es hat nicht ein einziges Mal geruckelt, ja? Das will ich an der Stelle mal hervorheben. Nicht ein einziges Mal hat es geruckelt. Jetzt probieren wir das nochmal auf der anderen Seite. Die alte Variante im Gegenzug dazu, ja. Das ist die alte... Au! Verdammte Scheiße, das ist die alte Variante. Es ruckelt schon beim Drauflaufen. Das ist so geil. Wie es einfach, in dem Moment, wo du auf das Jumppad zufällst, fängt es einfach an schon zu laggen. Das ist unglaublich. Und da sagen die Leute immer, mein Computer wäre da dran schuld. Das ist deine Hardware, die ist so scheiße. Du musst deine Hardware austauschen. Ja, genau, es ist meine Hardware, genau. Genau. Genau, genau. Hier sehen wir es ja schwarz auf weiß, dass es daran hier schon mal nicht liegen kann. Und gleich schreibt jemand drunter, das ist übrigens deine Hardware, Kappa. Aber es geht ein bisschen schneller, glaube ich. Es geht ein bisschen schneller, aber es ruckelt hier weniger mit der Variante. Also, langsamer, dafür mehr Performance. Schneller und dafür weniger Performance. Vielleicht liegt es auch wirklich an der Geschwindigkeit, mit der man da hochgebounced wird. Wäre jetzt natürlich noch ein anderes Experiment. Wie ist das, wenn man den Winkel jetzt steiler nimmt und dann wirklich auch so wie hier, dann so hoch und dann wieder runter, hoch, runter, also so wie das auf der anderen Seite aus. Aber was mich schon stutzig werden lässt, ist die Tatsache, sobald ich auf das erste Jumppad auch nur, sobald ich es auch noch angucke, sobald ich dem nahe komme da unten, fängt es schon an zu ruckeln. Also das ist schon das, was mich aufhorchen lässt an der Stelle. Hier. Sobald man dem schon... Merkt ihr das? Sobald man dem nahe kommt, ruckelt es schon direkt. Und wenn ich hier laufe, wenn ich Abstand zu dem anderen Jumppad halte, seht ihr das? Es ruckelt gar nichts. Es friest einfach nicht. Es ist so lustig. Diese Jumppads, ich glaube, deswegen haben die wahrscheinlich auch ausgetauscht. Irgendwas scheint auch mit dem Model nicht zu stimmen. Guckt euch das mal an. Das sieht hier auch voll unpräzise aus teilweise. Wie das so gebaut ist, hier so auch. Irgendwas stimmt, glaube ich, auch einfach mit dem Modell nicht. Seht ihr das hier? Wenn wir uns da mal das neue Jumppad angucken. Wenn wir das mal bauen. Waren das bei Transport? Immer noch. Immer noch bei Transport. Wenn wir uns das mal angucken, das sieht viel sauberer modelliert aus. Finde ich. Das hat nicht so komische Auswülste da am Rand. Ja? Nicht so komische Kanten, die irgendwie so überstehen und irgendwie komisch aussehen. Das sieht viel glatter aus, viel runder und ist auch nicht so überladen mit zusätzlichen Details irgendwie. Und wenn ich mich dem nähere, ruckelt es auch nicht. Es ist schon... Es ist, glaube ich, wirklich das Modell, glaube ich, was dazu führt, dass das so friest, wenn man sich dem nähert. Und ja, also das sieht schon echt... Also guckt euch das mal an, wie verformt hier auch die... diese Valves sind. Und da kann man auch durchgucken. Seht ihr das? Man kann da so durchgucken. Das sieht echt ein bisschen scheiße aus auch. Und auch die Ambient Occlusion sieht voll unsauber aus. Also diese Umgebungsverdeckung, diese Schatten, diese Kontaktschatten hier. Da. Das ist alles sehr, also ja. Ist wirklich ein Museumsstück, glaube ich, am Ende des Tages. Boah, wie es ruckelt, wenn ich mich davon wegbewege, alter Schwede. Während ich einfach hier völlig ohne zu ruckeln raufgehen kann. Juhu! Juhu, juhu, juhu! Mal nach oben gucken hier. Guckt euch das an, wie lustig das aussieht. Es sieht aus wie, als wenn ich irgendwie ein Signal in einem Computer bin, das von... Schaltkreis zu Schaltkreis transportiert wird irgendwie. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. So stelle ich mir das Innere meines Computers vor. Deswegen funktioniert er auch so gut. Führt erst nach links und rechts und dann nach oben. Und dann klatscht es irgendwo gegen und bleibt irgendwo hängen. Und dann stürzt der Rechner ab. Nice. Geilomat, meine lieben Freunde. Spaß mit Jumppads. Und wisst ihr was? Weil es mir immer wieder gesagt wurde, dass ich es kann, mache ich jetzt noch für den Notfall, falls mal ein Stromausfall ist, ja. Kann ja passieren, dass hier mal irgendwie ein Stromausfall am Start ist. Wir machen jetzt noch eine Leiter hier hin. Würde ich sagen.
Das kann man doch jetzt mal machen, oder nicht? Ah, da haben wir auch gleich ein Autosave am Start. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja absolut begeistert. Schnell noch das untere Segment setzen. Dann wird das gleich noch mitgespeichert. Speichern ist immer sehr wichtig. Das kann ich nicht oft genug sagen. Beide sind gleich schnell, wird gerade geschrieben. Es wurde im Live-Chat, wurde es wohl überprüft. Echt? Beide sind, das fühlt sich ganz anders an. Aber ja gut, man hat natürlich bei der Variante, bei der alten, hat man natürlich noch diese Phase, wo man so lange in der Luft hängt und dann erst wieder landen muss. Und man muss auch ein bisschen gucken, dass man nicht hängen bleibt an der Wand dabei, ne? Weil das nicht ganz so gut vom Abstand her von der Wand weg ist und so. Also beide Varianten sind wohl gleich schnell. Im Video werdet ihr das dann wahrscheinlich sogar noch besser feststellen können, weil da habt ihr ja noch eine Timeline drunter direkt, die ihr dann auch zurückspulen könnt. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache eigentlich, wenn man es so bedenkt. Und jetzt ist die Frage, reichen meine Stangen aus, um diese Leiter bis ganz nach unten zu bauen? Im Zweifel reichen sie nicht. Ja, das reicht nicht. Guck mal. Habe ich mir schon gedacht. Oh, scheiße. Mein Jetpack-Fuel reicht auch nicht. Ich muss da mal auch... Oh, oh. Oh, oh, scheiße. Okay, aua, hat wehgetan, aber war nicht so schlimm. Muss mal atmen. Haben wir hier im Kraftwerk eine Stangenproduktion? Ich glaube nicht, oder? Haben wir nicht. Boah, Alter, du gehst an diesem alten Jump-Pad vorbei und es friest einfach ganz hart das ganze Spiel. Das ist so heftig. Ohne Witz. Aber gut, hier friest es auch ab und zu mal. Ich glaube, die werden wahrscheinlich auch noch andere alte Modelle bestimmt auch nochmal austauschen, kann ich mir denken. Auch bei der Raffinerie, die haben sie ja auch ausgetauscht. Das sind wahrscheinlich auch noch so andere Modelle, die noch nicht so ganz effektiv sind. Kann ich mir sehr gut vorstellen alles. Dass da noch ein paar Sachen ausgetauscht werden. Und ein Engine-Update, wie gesagt, wird es auch geben. Oh, ich brauche... Ah, ich brauche meinen Anzug. Wir gucken jetzt hier mal nach, ob es hier jetzt Dings gibt. Ach ja, genau, da fällt mir noch was anderes ein, was wir mal überprüfen müssen. Moment. Wir müssen mal schauen, ob der Atommüll jetzt sich hier schon im AKW staut oder ob der noch Platz hat im Endlager. Wir müssen nämlich wahrscheinlich die Endlager vergrößern. Gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Das wollte ich schon lange mal gemacht haben. Hier, die Bäume rasten schon aus. Unglaublich. Das muss ich jetzt mal prüfen. Ich habe immer die ganze Zeit überlegt. Irgendwas wollte ich im AKW machen. Irgendwas wollte ich im AKW machen. Jetzt weiß ich wieder, was ich im AKW machen wollte. Ich wollte nachgucken, ob hier schon vollgelaufen ist. Scheint noch nicht der Fall zu sein. Nee, das wird noch abtransportiert. Das ist schon mal gut. Also das Endlager, nochmal kurz zur Erklärung, befindet sich ja jetzt nicht mehr in der Höhle, sondern es befindet sich jetzt ja unter der Map. Aber ich meine, da waren nur noch zwei Container, die noch Platz hatten. Die anderen waren schon vollgelaufen. Deswegen, und 25 Atommüllbehälter sind jetzt schon auch eine ganz schöne Ansage. Ich will mal gucken, wie viel das ist, wenn der Zug gleich wiederkommt. Weil das müssen wir auch mal erweitern unten, das Endlager. Das sind schon 30 jetzt. Was für eine Stromauslastung haben wir denn eigentlich? Das sehe ich doch hier an der Dings. Warte mal. Wir verbrauchen... Ja, ja. 10. 10 Gigawatt. Plus, minus halt, je nachdem, wie der Verbrauch gerade ist. 10 bis 11. Oder 9 bis 11. Kann man sagen. Von 44. Das ist aber gar nicht so viel eigentlich. Da sind wieder einige Anlagen stehen geblieben wahrscheinlich. So, jetzt kommt der Zug und wir haben hier... Boah, 40. Nicht schlecht. Das ist schon ganz schön viel. Die Atomkraftwerke scheinen gerade doch recht gut ausgelastet zu sein. Wie viel Atommüll habe ich bei meinen 150 AKWs, wenn ich die anschmeiße? Naja, du musst erstmal dafür sorgen, dass die überhaupt ausgelastet sind. Weil wenn die nicht ausgelastet sind, dann langweilen die sich halt. Und dann wird entsprechend weniger, dann wird entsprechend langsamer. Nicht weniger, sondern langsamer der Atommüll produziert. Das ist so ein bisschen der Punkt beim Atommüll. Je höher die Auslastung deiner Kraftwerke ist, desto schneller wird er produziert. Und auch nochmal zur Erklärung. Irgendwer meinte unter irgendeiner Folge, von wegen, warum übertakte ich denn meine AKWs auf 250%? Wenn ich das machen würde, wäre doch der Wasserverbrauch höher als 600 Kubikmeter und damit über einer MK2-Leitung. Aber derjenige hat den gleichen Denkfehler gemacht wie ich zu Anfang.
Bei den AKWs ist der Multiplikator ein anderer, wenn du die übertaktest. Ich kann das mal kurz zeigen hier. Hier seht ihr das? Das ist jetzt dreimal übertaktet. Nochmal gezeigt hier. Und der Verbrauch vom Wasser ist jetzt bei 600 Kubikmeter, also exakt und präzise genau eine Leitung. Und natürlich ist das hier der maximal mögliche Verbrauch. Der liegt aber nur dann vor, wenn die Kapazität des einen AKW auf 100% läuft. Also wenn das AKW mit 100% ausgelastet wird. Erst dann werden ja die 600 Kubikmeter Wasser auch verbraucht. Das heißt, egal wie man es dreht und wendet, wir sind hier locker im Limit. Also das wird nie ans Limit kommen. Und wenn es passiert, dass es ans Limit kommt, ist eh zu spät, weil dann kriegen wir eh Stromausfälle. Aufgrund der Stromspitzen, die ab und zu mal bei der Produktion entstehen, wenn mehrere Anlagen gleichzeitig laufen. Du kannst den Verbrauch ja nicht glätten, wenn ihr versteht. Die Kurve für den Verbrauch kannst du nicht glätten, dass die gleichmäßig passiert. Die ist ja, hat ja immer Spitzen und auch an manchen Stellen ist sie dann eher flach. Je nachdem, welches Timing die Anlagen halt gerade haben. Wirst du dich wohl festhalten an der Leiter? Das gibt's ja wohl nicht. Genau. Stangen wollte ich eigentlich besorgen. Ich glaube, hier gibt's keine tatsächlich. Ich habe jetzt keine gesehen. Aua. Das heißt, ich muss doch mal ein bisschen noch mal zurück. Zurück zum Urschleim und muss mir noch mal ein bisschen Material holen. Da, denn ich würde gerne auch mal probieren, ein Haus aus Leitern zu bauen irgendwie. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Ich nehme jetzt hier diese Tube hier. Mit Jetpack oder ohne? Ich glaube, hier kann ich ohne rein. Das war eine Tube, die hat nicht so, die macht nicht so Probleme. Ja, das AKW, meine lieben Freunde, nicht schlecht. Aber ich glaube, wir sollten demnächst trotzdem mal die unterirdische Atommülllagerstätte erweitern. Da ist ja im Grunde unendlich, naja, nicht unendlich Platz, aber da ist sehr, 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 sehr viel Platz. Und da können wir wirklich sehr, 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 sehr viel Atommüll einlagern, bevor wir da an irgendeine Grenze stoßen. Von daher, und der Atommüll soll ja irgendwann nutzbar gemacht werden, laut Jace. Ich kann mich an das Interview erinnern, was ich jetzt mittlerweile vor über einem Jahr geführt habe und vor weniger als über einem Jahr veröffentlicht habe, weil es ja ein bisschen gedauert hat. Und da hat er gesagt, we want you to do something with the nuclear waste. Und ich glaube, das wurde auch schon mehrfach nochmal unterstrichen, dass das passieren wird, dass man mit dem Nuclear Waste was machen kann. Und das wird wahrscheinlich irgendwie dann nochmal wichtig. Also deswegen... Manche sagen ja immer, wirf deinen Atommüll über die Map-Grenze oder schmeiß ihn weg. Nein, schmeißt ihn nicht weg. Hebt ihn auf. Ihr werdet euch ärgern, wenn ihr... Oder versucht nicht, den mit irgendwelchen Mods dann zu löschen oder so. Hebt den auf. Ihr werdet den wahrscheinlich sowieso irgendwann wieder brauchen. Wie war das Sprichwort? Des einen Müll ist des anderen Gold oder so? So ähnlich war das, glaube ich. Irgendwie so ähnlich lautete dieses Sprichwort. Und ich finde schon, ihr solltet auf jeden Fall nicht versuchen, euren Atommüll loszuwerden, sondern eher dort zu speichern, wo ihr ihn dann auch mal wieder, ja, abgreifen könnt am besten. Würde ich sagen. Würde ich empfehlen. Sonst ärgert ihr euch am Ende. Also ich habe meinen Atommüll fein säuberlich eingelagert. Zugegeben, ich habe ihn unter der Map eingelagert. Wenn ich natürlich Pech habe, wird dann in dem Update, wo dann die Atommüllverarbeitung reingepatcht wird, auch reingepatcht, dass man nicht mehr unter die Map kommt, dann habe ich ein Problem, gebe ich gerne zu. Dann müsste ich das irgendwie, ja, wie mache ich das dann? Dann könnte ich zumindest immer noch die laufende Atommüllproduktion umleiten. Denn es entsteht ja immer noch neuer Atommüll, haben wir ja gerade gesehen. So, jetzt brauche ich Stangen hier vor allem. Ich nehme mal eine richtig größere Menge Stangen mit. Dann probiere ich jetzt mal ein Häuschen zu bauen. Aus Leitern. Ein Leiterhäuschen. Ich will das jetzt gleich mal hier probieren eigentlich. Mal so ein bisschen so ein Stussobjekt mal wieder bauen. Ich muss mal wieder Stuss machen. Nicht zu verwechseln mit Schluss machen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Noch nicht. So, guck mal. Wie machen wir denn das am blödesten? Wie nah kann ich die eigentlich zusammenbauen? Na, guck mal so. Ja, das sieht doch ja nicht schlecht aus eigentlich. Kann man da dann eigentlich noch eine Wand reinbauen?
Eigentlich doch schon, oder? Ich kann doch auch die ganzen Wände eigentlich mit Leitern zugleistern eigentlich. Da müsste ich doch eigentlich die Wände auch in die Leitern reinbauen können, oder nicht? Huch, das war jetzt blöd. Ich baue mir ein Gefängnis. Aber jetzt mal ehrlich, das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Da kann man sich ja Zäune bauen damit. Also so, auch so Absperrungen in der Pampa. Ich meine, ich kann die Leitern ja frei platzieren. Ich kann, ja gut, einen Zaun, wo ich halt hochklettern kann, ne? Den müsste man vielleicht dann noch irgendwie unter Strom setzen können. Das wäre lustig. Spielbär denkt sich schon wieder Folterwerkzeuge und Foltermöglichkeiten aus. Guckt euch das an. Ich baue einen Käfig. Und eine muss ich freilassen, sonst komme ich ja nicht rein. Ja, wie geil. Warte, da müssen wir jetzt noch ein Dach drauf bauen. Kann ich da noch eine Foundation nach innen? Ah, okay. Guck mal, das blockiert dann. Hochinteressant. Nicht genügend Freiraum. Interessant. Aber hier kann ich eine hinsetzen. Dann müssen wir das mal... Ich nehme jetzt mal hier die Einser. Hier kann... Ja, lol. Ich kann das sogar ab... Mit dem Abschluss oben kann ich das sogar bauen. Warte mal. Aber drunter geht jetzt nicht. Nee, das geht jetzt nicht. Guck mal. Aber ich kann, es gibt ja, ich kann. Ich kann die benutzen, oder? Nee. Ach, die haben auch nicht genug Freiraum. Die haben doch immer genug Freiraum gehabt, oder nicht? Eigentlich. Oder waren das... Warte mal, waren das die hier? Nee, Moment. Sekunde. Waren das die hier? Die hier waren das. Ah, okay, die kann ich immer noch setzen. Seht ihr das? Die haben keine Kollision sozusagen. Warte. Ich frage mich auch, ob die jemals Kollision kriegen. Ehrlich gesagt, glaube ich da nicht mehr dran. Ja, jetzt wollte ich eigentlich das hier draufsetzen noch. Oben. Ja. Schön mit dem Glasdach. Das ist meine Superzelle jetzt. Kann man da jetzt noch eine Wand da... Die Wände müssten jetzt ja eigentlich auch... Ja, Wände können nicht, genau. Weder auf die eine Seite noch auf die andere. Also man müsste zuerst die Wände setzen und dann die Leitern machen. Weil man kann doch eigentlich... Wenn ich da mal kurz rumspielen darf... Man kann doch sagen... Guck mal, jetzt ist hier die Wand. So... Dann hätte man da gleich noch eine Glasscheibe davor. Das ist doch ganz nice eigentlich. Also man muss quasi erst den Raum so ausgestalten, wie man ihn haben will. Und dann die Leitern aufbringen einfach. Und dann kann man quasi seine Fenster vergittern. Guckt mal. Ist doch witzig. Das hat echt sowas von Knast gerade so. Hinter Gittern, der Bärenknast. Nice. Sieht doch gut aus. Hier, guck mal, fühlt man sich richtig eingesperrt hier. Das ist echt wie so eine Einzelzelle, wie so Einzelhaft. Und wenn ich das mit den Gitterfenstern kombiniere, mit denen hier, Möglichkeiten sind unbegrenzt hier, ja? Völlig unbegrenzt. Man kann ja die sogar auch noch auf die andere Seite machen, ne? Da hat man quasi doppelte Sicherheit. Ich kann ja, warte mal. Ich kann doch jetzt das noch auf die andere Seite? Ja, guck mal. Und dann kann ich doch einfach die Wand löschen. Dann habe ich ein doppeltes, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Doppelt gemoppelt. Und so. Guck mal, wenn ich jetzt... Also erstmal natürlich mit den zusätzlichen Gittern von dem Fenster sieht das nochmal ein bisschen kranker aus. Und wenn ich das Fenster jetzt aber wegnehme, dann habe ich quasi eine doppelte Sicherheit, ne? Geil. Kann ich da noch... Ich kann sogar noch in die Mitte eine setzen. Ich kann... Warte mal. Ich kann sogar... Direkt gegenüber. Ja. Ah ne, okay. Da ist jetzt nicht genug Freiraum. Aber ich kann Leiter an Leiter bauen. Das fällt mir jetzt auch erstmal auf. Ich kann hier eine hinsetzen. Und dann kann ich hier noch eine hinsetzen. Ah ne, okay. Ne, auch da sagt er nicht genügend. Ich dachte, ich könnte die so direkt aneinander bauen. So direkt nebeneinander, aber es geht nicht.
Aber man kann auch eine auf den Spalt setzen. Nicht schlecht. Also kann ich quasi eine Trippelsicherheit bauen. Nicht schlecht. Das ist schon irgendwie ein bisschen krank. So ein Leiterhaus. Geil. Und dann kann man nicht. Kann man nicht dann sagen. Warte, noch so eine kleine Rampe so irgendwie so dahin. Schade, dass das nicht. Dass das keine. Dass das eine Kollision hat, ne? Ich hätte das gerne ohne Kollision irgendwie. Ich hätte das gerne kollisionslos. Das wäre irgendwie cool. Aber warte mal. Warte. Moment. Moment! Ging das nicht, wenn man. Nee, okay, ja, stimmt. Nee, das ging nicht. Ich wollte gerade sagen. Also von unten würde es halt gehen, wenn man. Oder von oben, besser gesagt. Nee, warte mal, ich kann doch. Sekunde, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Seht ihr das? Das ist hier diese. Eckrampe. Genau, die Eckrampe abwärts. Und dann muss ich einfach schauen, dass ich hier daneben. Was jetzt gerade wahrscheinlich nicht geht, weil da die anderen Leitern jetzt davor stehen. Ja, das geht nicht. Dann muss ich die mal wegmachen hier. Moment, jetzt habe ich es, glaube ich, gleich. Wie wir da eine Decke halt direkt dran bauen können an die Leitern, sodass das nicht so in der Luft schwebt. Ach, weg mit euch. Blöde Leitern. Verdammt. Ah, nee, warte, das geht. Moment, dann brauche ich das. Warte, da. Da, ja, genau. So. Und jetzt. Genau so. Guckt euch das an. Jetzt haben wir die Decke genau drauf gebaut. Weil, muss ich schon mal kurz erklären, die Dinger hier haben keine Kollision. Die kann ich einfach aus irgendeinem Grund, warum auch immer, die haben die wahrscheinlich vergessen, die Kollision. Die Kollisionsbox. Oder es war zu kompliziert, eine zu machen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die halt keine Kollision. Ich kann die halt reinbauen, wie ich will. Ich hoffe, das wird nie gepatcht. Weil so kann man sich das nämlich zunutze machen beim Bauen. Und dann klebt das da so oben dran. So wie jetzt. Und jetzt habe ich eine richtige Zelle. Jetzt sieht das richtig aus, als wenn die Stangen das halten. Und wenn man das jetzt noch einfärbt, so dass die Stangen halt nicht orange sind, sondern, weiß ich nicht, schwarz oder so, dann hast du ein richtiges Gefängnis. Dann hast du einen richtigen Knast gebaut. Nicht schlecht. Oder man baut das Fundament vorher. Das würde wahrscheinlich auch gehen, ja. Dann hat man aber das Problem, wenn man es dann wieder löschen will und so. Ne? Das wäre schon. Weißt du, du sollst die Glasplatte auf die Höhe bauen, auf die du sie haben willst. Und dann erst die Leitern bauen. Ja, das kann man auch so machen. Ich wollte jetzt mal einen anderen Weg zeigen, wie man es machen kann. Ne? Kommt man eigentlich da durch die Ecke durch? Nee, guck mal. Das ist wirklich sicher. Ich kann weder eindringen. Huch! Sehr sicher, ja, auf jeden Fall. Und ich kann wie so ein Orang-Utan im Käfig, kann ich jetzt hier rumspringen. Das ist natürlich auch geil. Man müsste mir jetzt nur noch hier irgendwie noch eine Leiter hochziehen, dann könnte ich mich selbst einsperren. Warte. Freiheit für den Bären! Freiheit für den Bären! Sicherheit! Hey, aber eigentlich bin ich hier drin am sichersten aufgehoben. Ihr seid diejenigen, die ein Problem haben. Ihr seid draußen. Ha, ha, ha. Ich bin sicher hier drin. Ich fühle mich hier wohl. Nicht schlecht. Man muss auch mal auf Nummer sicher gehen hier. Ich hätte nur gerne noch ein bisschen mehr Gummi hier drin. Kann man nicht noch die Ecken? Warte mal. Ja, lol. Noch besser. Aha, genial, genial, es wird immer besser, nicht schlecht. Wir müssen uns ein Gefängnis bauen, wir müssen uns so ein riesiges Gefängnis bauen. Schade, dass es keine Türen gibt, also keine Vanilla-Türen, also keine Türen, die verschlossen werden können. Jetzt müsste das Löschen nicht mehr gehen, das wäre jetzt mies, ja, das wäre jetzt richtig scheiße. So nach dem Motto, ups, wir haben da mal was gepatcht. Das wäre so lustig. Bleiben Sie zu Hause. Jetzt noch Gummiwände.
Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.